Oh ja, nein, nicht. Du da oben, du warst böse. Der böse Bruder von Weihnachtsmann gibt dir keine Geschenke. Der Liebe auch nicht. Der liebe Bruder vom Weihnachtsmann? Wenn der Typ zwei Brüder hat, was macht der eigentlich selbst? Der Weihnachtsmann ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, voll die faule Sau. Ich hab's schon immer gewusst. Abgesehen davon sieht das hier so natürlich aus, wie es auch nur geht. Und abgesehen von diesem... Spring! Ein Granatwerfer, die sinnvollste Waffe im ganzen Level. Nein. Sammel das auf. Hui! Yes. Zum Glück ruckelt's nicht. Und wieder zurück. Und im Hintergrund läuft dieser tolle Beat. Bum, 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 bum. Ich bin schlecht und ich am failen. Oh, lol, lol, lol. Ist das eigentlich oben offen? Ist diese Hose eigentlich unten offen? Nee, das hier ist oben offen. Glaube ich. Das ist so überstrahlend. Gut gemacht eigentlich. Oh ja, das war gerade nicht so gut gemacht. Moment mal kurz. Es war einen Versuch wert. Kann ich eigentlich... Stirb, Boden! Das ist verdammt hartes Eis. Was ist das? Ein Eishorn? So, dadurch. Hui! Hui! Eigentlich total egal, könnte man denken. Meine Knochen sind schon taub. Ja, sehen. Ist das kalt hier? Aber ich komme schon klar. Kein Problem. Ich will dich ja nicht ärgern, aber ich bin froh, dass ich zu Hause bin. Ist gut, Sid. Und jetzt halt die Klappe. Tut mir leid. Ja, wie dem auch sei, sie haben im Prinzip das, was sie in Tomb Raider 3, sag ich mal, anders gemacht haben, hier nochmal anders gemacht. Hä? Oh, ich will nicht spoilern, gleichzeitig will ich aber auch diese Information preisgeben. Das ist so dumm. So dumm! Ihr wisst, was ich meine. Nee, in Tomb Raider 3, wenn du da in kaltes Wasser gekommen bist, hattest du halt eine eigene Anzeige für Kälte. Und erst wenn die voll leer war, dann voll leer war die dann. Und dann hast du Leben verloren. Hier verlierst du direkt Leben. Finde ich eigentlich schlecht gemacht, um ehrlich zu sein. Ziemlich unrealistisch. Aber wie dem auch sei. Weiß er mit, dass in irgendeiner Form schädlich ist, muss der Körper ja auch erstmal... Ich bin gleich wieder da. Hallo, ich bin der Körper. Und das ist der Geist. Das ergab gerade überhaupt keinen Sinn. Hohoho, du bist der Geist! Die waren beim letzten Mal zum Glück nicht hier. Und jetzt bist du noch mehr Geist als vorher. Wie kann man eigentlich noch geistreicher sein als vorher? Egal. Geistreicher als ich geht ja ohnehin nicht. Wir müssen jetzt. Wir haben hier dieses riesige Gebäude. Es ist wieder so ein riesiges Gebäude. So einen majestätischen Eindruck, den das Ganze verleiht. Nicht so stark wie letztens bei dem Unterwassergebäude, aber immer noch verdammt ausgeprägt. Und ich finde, das ist etwas, was Crystal besser hingekommen hat als Core Design. Ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Und es ist auch nur ein Teilaspekt. Ist ja nicht das Wichtigste am Spiel. Wenn ich mir schöne Gebäude angucken will, dann kann ich ja auch... Die Türen waren damals nicht geschlossen. Ich fürchte, ich muss rausfinden, wie man sie öffnet. Dann kann ich auch nach Köln gehen. Und danach ist es total egal, wohin ich gehe. Alles sieht schön aus. Aber das ist das Schöne an Köln. Aber abgesehen davon... ich glaube, wir müssen diese Kisten da drauf kriegen, oder? Das hier ist einfach nur... Oh nein! Lara Roster! Alles klar, wir müssen die Kisten da drauf kriegen. Kann ich einfach hier mogeln und mich draufstellen und dann den Haken bringen? Kann ich das bringen? Schön, du bleibst jetzt unten. Das Problem, das ich dann habe, ist, dass dieses Teil da oben bleibt. Das hier ist so eine Art Goldwaage, soweit ich das jetzt verstehe. Ich verstehe schon, ich verstehe es.
kommt gar nicht erst auf die Idee zu sagen, ey, Alter, dieses Rätsel hast du voll schlecht gelöst. Ich versteh's. Ich muss jetzt hier drauf. Dann muss die Kleine hier drauf. Nicht die Große, sondern die Kleine. So. Dann. Warte. Dann muss ich hier hin. So kann das nämlich komplett nach unten. Und ich kann diese Kiste draufkriegen, kann aber dennoch nachher hier das noch weit genug nach unten drücken. Mit meinem eigenen Körpergewicht, um die andere Kiste draufzukriegen. Lara zählt praktisch als eine komplette Kiste, so vom Gewicht her. Wenn ich das jetzt im Kopf gerade richtig zusammengefasst habe. Ja, wer hätte gedacht, dass Laras Gewicht irgendwas mit Kisten zu tun hat in einem Tomb Raider-Spiel. Auf jeden Fall auch hier wieder eigentlich ein schönes Kistenrätsel. Trifft man nicht so oft. Aber ich habe trotzdem irgendwas falsch gemacht. Oh Gott. Ich habe jetzt... Das hat sich so schön angehört, Mann. Könnt ihr es nicht trotzdem gelten lassen? Es hat sich doch schön angehört. So, ich gehe hier runter. Nö, ich brauche noch mehr. Ich brauche noch eine Kiste. Im Prinzip. Nee, Moment. Wie schwer ist denn die da? Ist sie zufällig? Kann das sein, dass die genauso schwer ist wie die große Kiste hier? Könnte das, wäre das vorstellbar? Ich sollte mir das erstmal ansehen. Nee, sie ist schwerer als die große, aber weniger schwer als beide. Das heißt, wenn ich das zum Laufen kriegen will, muss ich... Lara, mach schon. Hier runter. Ich muss die hier drauf kriegen. Und muss dann wohl mich selbst auf die andere Seite kriegen. Was passiert, wenn ich hier drauf stehe? Nichts. Also, ist das nicht wirklich von Bedeutung? Okay, irgendwas mache ich falsch. Es ist total egal. Es ist... Moment. Wenn du jetzt mit mir kommst. Ich gehe wieder mit Kistengasse. Yay, yeah, aber diesmal ist es keine normale Kiste, sondern eine kleine süße Kiste. Oh nein. Komm her, Kiste. Yay! Ich komme ganz freiwillig mit. Ich werde nicht da gezogen oder so. Yay! Put. Oh mein Gott. Seilkraft. Seil vor mir. Kisten auch vor mir. Und neben mir. Rechts neben mir. Nazi-Kisten. So, jetzt... Ich hole mir ein Bier. Hey Leute, ich habe die ganze Zeit versucht, die Kisten in ein Gleichgewicht zu bringen, bis mir so kurz, als ich kurz drüber nachgedacht habe, aufgefallen ist, hey Marco, das hat überhaupt niemand verlangt. Ich glaube mittlerweile, möglicherweise, kann es sein, dass das Rätsel wirklich so simpel ist und ich so einen großen Behei drum mache? Denn, warte... Diese Fläche und diese Kiste. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Vielleicht muss ich ja einfach nur diese Kiste auf diese Fläche stellen. Gut, wäre auch ein bisschen zu einfach gewesen. Um ehrlich zu sein. Ich hasse euch. Das war keine symbolische Funktion, Lara. Ach, übrigens, ich war eben kurz offscreen, habe mich hier ein bisschen umgesehen und da hinten lag noch ein Secret. Nur gerade zur Information. Das habe ich eingesammelt. Das habe ich eingegammelt. Naja, eins nach dem anderen. Mhm. Dort ja auch dran denken manchmal. Woher wusstest du, dass es dort ist? Gib mir ein paar Sekunden, okay? Der Soul Reaver. Kain wird vergöttert. Die Clans erzählen sich Legenden über ihn. Nur wenige kennen die Wahrheit. Einst war er vererblich. Wie wir alle.
Werft ihn hinein. Voila, Excalibur. Nicht übel, Lara. Nicht übel, du Bubel. Es ist zerbrochen. Aber vielleicht? Nein! Tu es nicht! Wenn nicht mehr passiert, war das alles nur Zeitverschwendung. Ich schätze, langsam sollte ich rausfinden, wie ich hier rauskomme. Könntest du Excalibur mal schwingen? Nur so zum Spaß? Ein unbezahlbares Artefakt! Kein Spielzeug! Ist ja gut. Yes! Ich habe mein eigenes Schwert. Darauf habe ich das ganze Spiel über gewartet. Eigentlich spiele ich das hier total geil, aber nur mit dem Schwert. Nein. Jo, können wir da irgendwas machen? Nee, also würde ich sagen, gehen wir in diese Richtung weiter. Das hier ist immer ein Gang, bei dem wir noch nicht waren. Doch, das ist genau der Gang, aus dem wir herkommen. Aber so kann man Türen öffnen. Ach, der Raum übrigens sieht an sich schon geil aus. Sollte ich vielleicht erwähnen. So, hier bricht jetzt alles zusammen. Alles und jeder. Selbst der Kreislauf. Nee, Marco, den Kreislaufwitz kannst du jetzt nicht bringen. Dafür ist keine Zeit. Oh. Das Spiel ist für Lara erst vorbei, wenn die dicke Dame gesungen hat. Lara ist zwar nicht dick, aber aufgrund von F gleich M mal G, kommt da schon ein bisschen Gewichtskraft zusammen, wenn sie auf dem Boden auftritt. So. Lauf, Leure! Ey, stellt euch mal vor, ich wäre eben da runtergefallen. Das wäre richtig peinlich gewesen. So. Greift danach. Umschauen. Ich kann auf die Säule da. Nee, nicht mehr. Japa, dapa, du. Jetzt wissen wir, wie Blackhand König wurde. Schön, dass das Geländer mir den Weg zu der Passage da hinten blockiert. Das ist voll böse und so. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Und zwar, ich kann den Sprung da hinten gar nicht schaffen. Aber zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht. Moment kurz. Na, runter da. Runter da. Hier drauf. Jetzt warte. Und hoch da. Okay, der Plan war für die Katz. Miau. Jo. Tja, jetzt wissen wir, wie Arthus König wurde. Ich glaube, ich bin zu spät abgesprungen. Lauf, Leure. Ah ne, das hatten wir schon. Yes. Nein, das meine ich. Menno. Jetzt. Oh. Merci beaucoup. Wir fliegen nach Bolivien zurück. Dann sehen wir weiter. Mhm, das werden wir. Das werden wir. Glückwunsch, Sie haben einige geheime Objekte freigeschaltet. Werfen Sie im Extras-Menü einen Blick auf folgende Belohnungen. Und wir sind wieder in Bolivien. Wo alles begann. Es wird Zeit, nach Bolivien zurückzukehren. Ich muss herausfinden, wozu diese Artefakte in der Lage sind. Sicher will auch Amanda die Estrade aktivieren. Vielleicht weiß sie, was sie bewirkt oder denkt es zumindest. Der Text geht echt zu schnell weg. Das hier ist der Bosskampf. Hi, das A-Team. Also bitte lenkt mich nicht ab. Der sich zwischen mich und den Stein stellt, stirbt. Halt! Ich will nicht, dass etwas Schlimmes passiert. Also komm lieber nicht näher. Töte sie! Okay, wir haben es jetzt mit einigen Gegnern zu tun und wir haben nur dieses Schwert. Aber was heißt nur? Das Schwert hat wirklich einiges drauf. Sollte es auch. Logischerweise. Ich habe das hier noch nicht auf schwer gemacht, aber da schwer ja schon Bestandteil des Wortes Schwert ist, scheinen die beiden ja ganz gut zueinander kompatibel zu sein. Pose. Danke. Auf Wiedersehen. Eigentlich könnte ich auch das hier greifen.
Ich mag diese Teile ja. Oh nö, jetzt kommt keiner von denen mehr. Tut nicht so, als wärt ihr intelligent. James! Amanda! Wir oh Gott. Sehen uns! James! Es tut mir leid, Amanda. Wirklich. Was tust du? Geh sofort da weg! Deshalb bin ich hier. Das brauchst du nicht. Wir können es beide tun. Es funktioniert nur einmal. Und ich werde es tun. Ja, Frauen halt. Richtige Zicken.